die Ausstellung von EOS Liquid Gold. Ist eine Ausstellung, bei der es im Wesentlichen um Toilettenanlagen geht. Das ist vielleicht für ein klassisches Ausstellungshaus ein bisschen ungewöhnlich, aber eben so klassisch sind wir gar nicht. Wir haben nämlich die Garage, in der die Ausstellung heute eröffnet wird, vor 3,5 Jahren quasi als Ausstellungsraum dazugenommen und zeigen seitdem schon fast 20 Ausstellungen, die sich ökologisch und auch gesellschaftspolitisch relevanten Themen widmen. Was man hier sieht, ist der 1:1 Prototyp einer Pflanzenkläranlage, den unser Forschungspartner Alchemia Nova entwickelt hat. Hier werden bis zu 2000 Liter Wasser von Pflanzen in so einem kaskadischen System geklärt. Ein Vorreiter dieser Technologie war Friedensreich 100 Wasser. Er hatte schon in seinen Ateliers immer so kleine Pflanzentöpfe, die auch kaskadisch waren. Und in die hat er auch gerne mal hineingepinkelt und am Ende der letzten Kaskade das Wasser rausgenommen und getrunken. Was wir hier sehen, ist ein Modell im Maßstab 1:25 und von einem Stück vom Donaukanal in Wien. Das ist eigentlich unser bevorzugter erster Aufstellungsplatz, weil es gerade am Donaukanal einfach zu wenig Sanitärinfrastruktur gibt. Und wir zeigen hier quasi diese Pflanzenkläranlage, die in der Größe ist, wie man es hier hinten sieht. Was ganz neu und speziell ist, ist nicht nur für Männer ein Männerurinal, sondern auch Frauen können dasselbe Urinal verwenden. Es wird das erste autarke Pflanzenurinal sein, das in Wien steht oder überhaupt auf der Welt steht. Das Thema der Sanitäranlagen ist nicht gelöst für ein Drittel der Weltbevölkerung. Woran wir hier arbeiten, ist an transformativen Technologien. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von der Pflanzenkläranlage. Man sieht ja auch Bilder von den Feldtests, die wir in Uganda und in Kenia gemacht haben. Und hinten sieht man das Originalmodell, das man hier in den Bildern sieht, das im Feldtest in Kenia war.